Willkommen bei der Streambar. Bei der Anmod ist auch geil zu trinken. Wir heute hier mit Corona. Ich hab diese Scheiße jetzt hier mit der Sabotage endlich mal geschafft. Hat ja alles gehungen an dem Scheiß. Ein NPC oben. Mit so ungefähr 20 Minuten gebraucht, bis ich den kalt gemacht habe, weil der halt so schwer war. Wir sind jetzt bei Swengard. Hört uns nochmal den Dings an. Anders. Wie könnte man sich das auch nochmal anhören, oder? Geschichte anhören, weil. Die Festung von Swengard, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien, von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Machen wir das. Willkommensstärke Herausforderung. Letzte Mal Herausforderung. Ah, jetzt spielen wir wieder hier unseren Erholung. Ich hatte Fragen. Herrin, warum diese Festung? Sie sieht aus wie ein einfaches Lagerhaus. Das ist sie. Und deshalb sind wir hier. Diese Barbaren. Sie sehen aus wie ein nettes Volk. Sie umarmen sich, als wären sie alle verwandt. Aber das ist nur Fassade. Bei Nacht fallen sie mit ihren Messern übereinander her. Wenn es Wölfe unter ihnen gibt, sollten wir sie nicht loslassen. Nun hatte ich neue Fragen. Fragen, die noch schwerer zu beantworten waren. Katapulter! Haltet die Ramme in Bewegung! Zweifel bedeuten das Todesurteil. Doch Zweifel sind Teil der Aufrichtigkeit. Hä? Ja, manchmal verstehe ich nicht. Ja, und es ist einfach durchgegangen. Hat man das gesehen? Es gab nichts, was ich tun konnte, außer die Ramme zu schützen. Und zu hoffen. Falsche Richtung. Ja. Beschützen. Hallo. Tschüss. Wir nähern uns der Herrwacht!
oh, oh, oh. Der Feind zieht sich zurück! Oh, 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 oh! Junge, ey. Hab ich doch, was wollt ihr denn? Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Massakrieren die Mannschaft! Den Rückzug an! Früher haben die Wikinger öfter gegeneinander gekämpft als gegen uns. Es liegt in ihrer Natur, sich zu zerfleischen. Diese Natur wurde ihnen genommen. Da oben sind noch Leute, die habe ich gar nicht gesehen. Marlea, that is over. Schnipp, schnapp, ab mit denen. Ab mit seinem Kopf. Ja, 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 ja. Ich würde auch einfach die ganze Zeit spammen, Alter. Hast du auch schön recht. Sie sind bei der Mannschaft. Wow. Sag mal. Schnipp, schnapp. Mit seinem. Ab mit deinem Kopf. Ja, und er. Ja, er hat eine schwere Axt, Alter, und ist schneller wie ich, ey. Das ist schon heftig. Jetzt hat's gerade gelaggt, Mann. Nur noch mit Feuerpfeilen, ey. Wow. Wow. Und ich konnte wieder nicht ausweichen, weil es gelaggt hat. Nice. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Ich weiß.
Das hatten wir gerade eben schon mal. Bewegungsunschärfe würde ich gar nicht haben, ey. Zurücknehmen. Es gab keinen Weg zurück, nur vorwärts. Wow. Dem hatte ich 40, jetzt habe ich... Nice. Ja, genau, und er kann seine Moves früher einsetzen. Ey, das ist so ein Schwachsinn, Mann. Hallo? Er rast halt aus, ey. Jo, ja, genau. So ein Witz, ey. Wir waren tief hinter den feindlichen Linien. Halt deine dumme Fresse, du Mistgeburt! Ich will deine Scheiße nicht hören! Achso, das sind meine. Lol. Du bist ja Homo, da ist ja Homo. Du hältst deine dumme Schnauze! Du Schnauze! Schiebt er mich oder befährt er mich? Oh, er trifft mich. Okay. Zwergart. Die Wikinger achten so sorgfältig darauf, ihre Nahrungsvorräte gerecht zu verteilen. Zwergart ist ihr wichtigster Umschlagspunkt. Und im Winter werden die meisten davon dort gelagert. Kommst du her? Ich glaube nein. Jupp. Ach, seid ihr jetzt schon zu zweit, ja? Oh, sehr nett. Ja, und es fängt wieder an zu laggen wie Hölle, ey. Was ist denn das? Wenn ihr nicht gleich mit euren Scheiß-Tricks-Tipps aufhört, bei jedem Mal, Alter. Jedem Mal dieselbe Scheiß... Ich stricke nach rechts, du Missgeburt! Und im letzten Moment endet er seine Attacke. Das ist so ein Witz, ey. Und bei mir funktioniert das nicht. Stirb doch einfach, du Pimmel, Alter. Thank you.
Wir wussten, dass es nur einen Tag dauern würde, bis Wegener-Schiffe in Svermgard ankommen und uns vernichten würden. Aber ich hatte vor, bis dahin jetzt verschwunden zu sein. Durchgebrochen. Warte, unwichtig, um ihm meine Stimme zu verleihen. Oh nein, Alter. Schon wieder auf so engem Raum, ey. Gudmunda, der legendäre Jarl der Festung. Wow. 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 Wieso liegt hier so am Boden? Okay. Habe aber gerade ganz anders gestanden. Auf die Beine. Waren drin. Das war der Untergang der Wikinger. Waren wir nicht genau deshalb hier? Das war nicht die erste Festung, die ich brandschatzte. Warum beunruhigte es mich?
Wow. Nein. Jetzt gucken wir, ob hier noch irgendwas ist. Ich wusste es. Hier gibt es keine Garnison. Die Festung von Svarngard war die Heimat einiger der reichsten Wikinger-Clans. Der Handel bringt immer solche Menschen hervor. Nun müssen sie um ihre Nahrung kämpfen. Ich bin Apollyon. Ich bin hier, um sie zu belehren. Zu lange haben die Ängstlichen unter den Wikingern ihre Lügen vom Frieden verbreitet. Nun endet diese Ära. Ich schätze an, das ist Krieg. Der legendäre. Jetzt stirbst du! Wahrscheinlich. Boah, Alter. Noch Wölfe, ey. Was sind Wichse? Okay, jetzt weiß ich. Wow. Euer Ruf eilt euch voraus, Gudmunda. Wow. Ja, ich weiß es. Nein, wollen wir nicht. Danke. Ihr seid stark, Wunder. Willi, Alter.
ey. Halt die Schnauze, geh doch weg von mir, ey. Das habe ich befürchtet, ey. Genau in dem Moment angreift. Wow, wie er einfach alles ablockt. Weiß ich, was mich an jenem Tag beunruhigte. Was denn? Was hat dich denn beunruhigt? Kann ich gar nicht verstehen. Gut gekämpft. Soll Hel euch holen? Ja. Mercy, warum sind wir hier? Ich glaube, ihr wisst es.
Hunger. Hier lagern sie ihr Saatgut. Es wird keine nächste Ernte geben. Bis zum Winter werden sie sich für die übrige Nahrung gegenseitig umbringen. Ich habe geschworen, für den Frieden zu kämpfen. Und ihr auch. Ihr alle. Diese Nahrung, warum verbrennen wir sie nicht auch? Was glaubt ihr, was die Clans tun, wenn wir alles verbrennen? Sie verhungern. Sterben. Sie vereinen sich. Doch wenn noch etwas bleibt, gerade genug für zwei, vielleicht drei Clans, dann werden sie um diese Überreste kämpfen. Und die Wölfe unter ihnen erheben sich. Wir sind nicht hier, um sie auszulöschen. Wir sind hier, um ihnen zu zeigen, wer sie sind. Um sie zu befreien. Gehen wir nach Hause. Die Alte ist mir schön sympathisch. Jetzt auch so die volle Psycho, Alter. Oh, du hast die Ritterstory im... Fertig. Wird ja auch Zeit. Story Level Aufstieg Nummer Change. Story Level 11. So. Hold. Es dauerte nicht lange, bis meine Lektion sich durch ganz Falkenheim verbreitet hatte. Aber im folgenden Winter machte sich ein einzelner Plünderer an seinen Aufstieg im Kriegsblut-Clan. Dieser Plünderer setzte sich zum Ziel, sein Volk wieder zu vereinen. Hold up. Hey. Xavier. Manchmal wird ein Wikinger geboren, der den Funken der Götter in sich trägt. Plünderer nennen wir sie. Unter diesem Namen versammeln sich Heere. Skrupellos, furchtlos. Geschaffen für die Schlacht. Der Todeszeitpunkt eines Wikingers wird vom Schicksal bestimmt. Wozu also sollten sie eine Rüstung haben? Oder Angst? Wow. Ich wollte schon immer mal so ein... Da kann ich ja eigentlich nicht auswählen. Kann ich das jetzt beim zweiten oder dritten Mal? Ja, nö. Ja, jetzt kommen die dicken, fetten Schwengel. Ein Jahr nach Apollyons Erscheinen. Unser Volk hungerte. Hey! Und die Schlimmsten von uns fielen über die anderen her. Wie Tiere. Er fraß sich fett auf Kosten des eigenen Volkes. Ragnar war einer von ihnen. Lasst uns feiern! Feier, feier!
Herzlich willkommen, Hamid's Night! Und deshalb stieg ich aus den Bergen herab. Ich schloss mich dem Kriegsblut-Clan an und dann schritten wir endlich zur Tat. Schnipp, schnapp, Schädel ab. Hui! Ab mit seinem Kopf! Wir waren gekommen, um den Abschaum unseres Volkes auszumerzen. What the fuck? Achso, das sind meine. Wow. Was ist das? Oh, Irgendwann hab ich diesen scheiß Ubisoft-Fickern so einen in die Fresse gehauen, ey. Rennen wir das Tor nieder! Brennt alles nieder! Alles, auch unsere eigene. Ich komme gar nicht ran, weil da meine davor steht. Du machst jetzt erstmal kalt, damit ich auch dran kann. Vielen Dank. Flammendinger da. Ja, eigentlich schön um Haken. Wow. Eddie. MP. Rache! Ah ja. Steht uns nicht im Weg! Das war's nicht. Deshalb sind wir hier. Suchen wir den Rest. Für unser Volk. Sie hatten die Nahrung ihres eigenen Volkes gestohlen. Wir waren hier, um sie zurückzuholen. Wir haben eine Kiste Pfirsiche. No shit, Sherlock. Das sah aber schön aus. Nochmal. Ach so. Holt sie euch! Ihr müsst nicht sterben! Ergebt euch! Das Tal von Falkenheim war einst von einem riesigen Wald bedeckt. Wir Ritter hatten den Wald gerodet, bevor die Wikinger zurückkehrten. Und dabei stießen wir auf die antiken Ruinen des Kriegsblut-Clans. Stellt euch unsere... Passt darauf auf!
Wie wollt ihr so einen fetten Bären auf... Plünderer wäre vielleicht gnädiger gewesen. Schade, ich wollte ihn eigentlich mal... Das gehört jetzt uns! What's up with these? Danke dir. Ich wünsche dir was damit, Neid. Aber nicht, dass ich jetzt neidisch werde. Du musst denn hin? Den Schrank da. Bewacht das. Wir passen drauf auf. Bedeutet Leben für unser Volk. Beschützt ihn! Kommt zu uns! Ausgefeilt sein wie unsere. Trotzdem sind sie ein unglaublich einflussreiches Volk. Es wäre gefährlich, ihren Erfindergeist zu unterschätzen. Wikinger meißeln die Heldentaten ihrer größten Krieger in Stein. Sie erinnern sie an den Ruhm, den sie erringen müssen, um nach Valhalla zu kommen. Im Kampf zu sterben ist eine Sache, als Legende zu sterben eine ganz andere. Kopf ab, wer besser. Ich mag die Kupfer. Ich mag diese Kupfer. Ragnar hat uns fette Beute gebracht. Unser Volk wird nicht hungern. Liebe Kuripeta! Ich muss sie zusammendrücken. What the fuck, Alter? Ich kam nicht nur wegen des Proviants. Ich kam auch wegen Ragnar. Ich kam auch wegen Ragnar. Er weiß nicht mal, dass wir hier sind. Wer ist... Was geht da draußen vor sich? Dafür war ich gekommen. Kriegsblut. Liebe Kuripeta!
Ich kann das auch. Wieso hat der... Ihr Plünderer seid eine Lüge! So ein Witz, ey. Das ist so ein Witz, ey. Du weichst aus und bringt gar nichts. Ja, genau. Ich will's machen und er macht's, ey. Das ist so ein Witz, ey. Nichts machen. Es passiert nichts. Weich doch aus, du Spast, Alter. Stricke rechts auf den Stick. Und was macht der? Gar nichts, Alter. Kriegst Kotzen. Genau dafür war ich gekommen. Kriegsblut. Dich nehmen wir erstmal mit. So. Eine von denen. Du und dein scheiß Blockenbrecher, du Hurensohn! Ja, genau, er blockt! Es ist so ein Witz, er blockt in die andere Richtung und blockt mich trotzdem. Da, friss. Und er blockt es instant, ey. Du bist kein Anführer! Mach das. Ich sehe ihn nicht. What the fuck, ausrichten. Das arme Volk! Es bricht mir das Herz! Ich weiß nicht, wie man diese... Ja, und er... Das ist so ein Witz, dass er ständig diese Scheiße da kriegt. Ich werde euch vernichten. Das ist so ein Witz. Wie soll das funktionieren, Alter? Klopfst auf den einen und was macht der? Macht der... Wichser! Missgeburt. Genau dafür war ich, einer auf die Fresse zu kriegen. Und er ändert wieder die Richtung nicht mehr. Komm mal her. Leg dich mal dahin. Wow. Keine Ausdauer, der Wichser, ey. Der Charakter ist mir zu langsam, das ist mit. Dreckscharakter ist das. Ich sehe nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich blocken muss. Ja, okay. Wow. Ja, dann regenerier doch deine Scheiße. Wir sind Kriegsblut! Hier ist eine Missgeburt, bist du. Halt doch mal deine Schnauze. Ich krieg dir nicht gemacht, ey. Wow. 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 Stricke B, du Hurensohn! Ihr seid schwach!
dafür war ich gekommen. Kriegsblut. Wir sind Kriegsblut! Kriegsblut-Clan ist schwach! Ja, komm, ey, keine Angriffe. Er blockt alles, ey. Ich glaube nicht, ey. Du bist kein Plünderer. Wow. Ja, friss. Dumme Missgeburt, ey. Zu leben wie der Rest von uns. Oder ihr werdet Futter für die Krähen. Sei nicht töricht. Bitte mich doch gleich aufs Feld zu den Bauern. Wir sind Wikinger. Das heißt also nein. Valhalla. Hast du hier jetzt das Sagen? Schließt euch an. Wir folgen euch. Sie machten nicht allzu viel her, aber es war ein Anfang. Sacke schwer, der Typ, der ging mir nicht auf den Sack, ey. Der Kriegsblut-Clan wuchs. Schon bald, viel schneller als ich vermutet hatte, gab es nur noch zwei Kriegsfürsten in Falkenheim. Den Plünderer und eine boshafte Mörderin namens Sif. Da viele Anführer des Kriegsblut-Clans als Geiseln gehalten wurden, war der Konflikt unausweichlich. So,
Bevor wir diese Story doch jetzt starten. Bevor wir die jetzt starten, gehen wir erstmal eine rauchen. So, ihr Lieben, bis gleich. So. Wikinger Diplomatie. Ist kalt draußen, ne? Hui. Cory wird geladen. Das ist barbarisch. Was laberst du? Du hast auch schon Scalps genommen. Ich hab nichts gehört. Das zählt nicht. Was denn? Wie sie auch. Ja. Dann warten wir auf dein Zeichen. Wer ist das? Der Feind ist auf einen Kampf aus. Der Feind wow. ist hier. Lasst sie euren Stahl schmecken. Ich hasse diesen Charakter, der ist mir jetzt schon voll unsympathisch, ey. Der ist viel zu langsam, viel zu unagil, ey. Mag ja sein, dass er viel Damage macht, aber... Ich sehe was du nicht siehst.
vierte? Und die haben ihn so scheiße getimt, dass du ihn nicht... Ich wollte ihn eigentlich so wegrammen, Alter. So ein Dreck mit diesen scheiß aufpoppenden Missgeburten. Wow, was ist denn hier los, ey? Wie viele wollt ihr mir da noch an den Hals hangen? Seid ihr noch ganz dicht, oder was? Ich hasse diese Typen. Ich hasse sie. Ich hasse sie, Leute. Kommt der denn her? Die Wikinger beten die Götter des Waldes, des Sturms und der Steine an. Die Götter der Samurai sind die des Feuers, des Windes und der Gedanken. Die Götter der Ritter sind Eisen, Stahl und Gold. Und die Macht. In dem Punkt sind wir uns alle einig. Mit, Jungspund. Habe nach oben gedrückt. Habe immer noch. Kriegsblutgefangene. Ich musste sie befreien. Moment, wechselt er die Fest. Ich hasse es, ey. Okay.
Wir kannten uns schon. Ich weiß, du bist es! Ich schätze, das war das Zeichen. Je mehr Ruhm ein Wikinger erwirbt, desto größer ist seine Legende nach seinem Tod. Doch im Gegensatz zu uns fordern ihre Götter, dass sie diesen Ruhm mit ihren Schwächsten teilen. Holt euch ihre Köpfe! Nun hatte der wahre Kampf begonnen. Was machst du denn beim Kriegsblut-Clan? Du redest zu viel. Seth hatte mehr Leute, aber der Kriegsblut-Clan hatte mich. Ich? Nope, nicht. Oh, Bild! Jetzt in der Geschichte. Wenn ich mit dir fertig bin. Du bist gerade fertig mit mir, du dumme Nutte. Ich helfe dir, Leute. Aber der Kriegsblut-Clan hat er mich. Ach so. Ist schon geil, wie die unblockbare Sachen blockt, ey. Nice. Das ist so ein Witz, Alter. Deine Angriffe können nicht mehr geblockt werden. Und sie macht... Nein, nein, leider gar nicht, nein. Aber der Kriegsblut-Clan hat denn mich.
ich mich besiegen. You right there in your face, you fucking cunt. Das alte Blutrecht sitzt tief in unserem Volk. Wir waren endlich wieder vereint. Es war Zeit, unsere übrigen Gefangenen zu befreien. Die Alte hat wieder Dings umgestellt, das Licht angemacht. Degandra. Nee, auslassen. Wo wart ihr so lange? Wikinger suchen, die dich noch nicht hassen? Hab Dank, Krieger. Enttäusch mich nicht, Jarl. Oh. Du gefällst mir. Nun, war es Zeit, unser Geburtsrecht einzufordern. Wikinger vereinten sich, und das sehr schnell. Nun wandten sie uns ihre Aufmerksamkeit zu. Ich ließ einige meiner Schwarzenfelsleute in Falkenheim, um die Werften dort zu überwachen. Stigander, der neue Jarl, wollte uns diese wieder abnehmen. Unser Volk hat Traditionen, die so verwurzelt sind wie die Berge. Unsere Schilde sind ebenso vielseitig wie stabil. Unsere Schwerter sind tödlich, einfach, eine uralte Form. Und ein Anführer, der nicht an vorderster Front kämpft, ist kein Anführer. Man nennt uns Kriegsfürsten. Den Titel muss man sich verdienen. Wir sind der Schild unseres Volkes. Und wir werden nicht fallen. Ja. Wir würden Schiffe brauchen. Und ich hatte schon viel zu lange nicht gekämpft. Horvaumir.
bei Odins Bart. Die Schwarzenfelslegion hatte unsere Stellung nicht gut befestigt. Ich musste das Tor öffnen. Und zwar schnell. Hornaumi. Es wird für was ganz anderes angezeigt, ey. Das ist so ätzend, ey. Es wird angezeigt, der blockt nach oben und er blockt dabei nach rechts. Oh, ja, genau. Ah, ja. Ich musste das Tor öffnen. Und zwar schnell. Hornaumi. Also manchmal habe ich das Gefühl, der Controller... Manche Eingaben nicht richtig. Ja.
Hey, jedes Mal, Mann. Ja, genau. Alter, ey. Hey, sag mal. Ja, genau. Simmo! Ja, und es wird einfach geblockt, obwohl er gar nicht blocken kann. Wie soll das funktionieren? Ich kann da reinlaufen. Yeah!
Die Ritter taten mir beinahe leid. Das ist unsere Werft! Die Wikinger hatten ihre Siedlungen und Werften. Diese Ritter brachten uns gute Beute. Wo kommen die denn her? Samurai-Schiffe. Sie sind im Sommer gestrandet. Voll mit diesem Zeug. Sie sind schwach. Wir wären 10 zu 1 in der Überzahl. Und sie hatten ein gutes Jahr. Wir werden eine Flotte brauchen. Es war Zeit für einen Raubzug. Da sie auf schnelle Beute hofften und vielleicht auf den Glanz des Sieges, wandten sich die Wikinger nun ihren Nachbarn am anderen Ufer des Meeres zu.
Das Land der Samurai wurde von einer alten Seefestung beschützt. Die Wikinger hielten diese für spärlich bewacht. Apollyons Krieg hatte uns an den Rand der Vernichtung gebracht. Aber dieser Raubzug erinnerte uns daran, wer wir wirklich waren. Wir begannen mit einer Festung an der Küste. Doch sie wussten, dass wir kamen. Dieser Festung wurden 100 Jahre lang nicht bewegt. Wir mussten einfach nur hindurchgehen. Alle vor zum Tor! Als die Tore sich bewegten, war der Plan hinfällig. Thank you.
Schön ausweichen. So. Ugh.
Noch zurücktreiben. Der Kommandant der Festung war Fuchikido, ein Held der Samurai. Samaka! Banzokumega! Subete o buchikoashi yotte, ono shiro wa ochita. Mohaya hei mo oranu. Waga inochi mo hodo naku tsuki yo. 門を開いたのは貴様だ。その命であがれ。 Ich eigentlich immer mit diesem Depp. Ja, er macht nicht das, was er macht. Macht einfach gar nichts.
我が命も尽きよう。だが先に死ぬのは貴様だ。 So, jetzt auch oder was? ことだ。門を開いたのは貴様だ。大した腕だ。 Lauf doch weg, Mann. Stirb, du Missgeburt, ey. Dieser Tag erinnerte unser Volk daran, wozu Wikinger in der Lage sind. Den großen Raubzug nannte man es. Und er hatte begonnen. Um die Stadt des Kaisers zu erreichen, mussten die Wikinger jetzt Myre durchqueren. Hier würde schiere Kraft nicht ausreichen. Können und Wissen wurden für die sichere Durchquerung benötigt. Die Walküre des Kriegsblut-Clans Runa wurde entsandt, um einen Weg zu finden. Mir langt es für heute. Den, weil ich hasse es. Ich stelle jedes Mal den Scheiß ein. Jedes Mal ändert sich es einfach mal so mittendrin. Weil dann irgendwann das Licht an und ausmacht. Da kriegst du Kotzen, ey. So. Haut da rein.